Ofenkäse, Ofenfleischkäse, das schwäbische Original. Die Erfindung des Fleischkäses wird oft in Bayern zugeschrieben. Das ist aber nur teilweise korrekt. Er wurde zwar in Bayern erfunden, jedoch von Metzgern aus Mannheim. Der pfälzische Kurfürst Karl Theodor trat 1777 seine Regentschaft in Bayern an und brachte gleich die Metzger seines Vertrauens mit. Ja, ja, Fürst müsste man sein. Wer nun das Vorrecht hat, München oder Mannheimer, ist uns Schwaben ziemlich egal. Wir haben das schwäbische Original in unserer gewohnten Schurwalder Spitzenqualität. Der vielseitige Fleischkäse ist längst im ganzen Land bekannt und beliebt. Bei uns finden Sie eine bunte Auswahl an verschiedenen Variationen. Unser Ofenfleischkäse wird vorgebacken und ist deshalb bei Kühlung lange haltbar. Sie können ihn also bedenkenlos im Kühlschrank aufbewahren und bei Bedarf in den Ofen packen. 30 Minuten später ist er fertig und Sie können dann immerhin speisen wie ein Fürst. Das ist doch auch was. So, ich mag mir heute mal ein klassisches LKW selber, das klassische Leberkäse wecken, wie es in Sturget heißt, glaube ich. Und ich mache mir hier einen Fertig-Ofen-Fleischkäse, Geschmacksrichtung Pizza, 180 Grad vorheizen, Ober- und Unterhitze, nehme ich an, steht nicht dabei, ja doch, Ober- und Unterhitze oder Umluft. Umluft ca. 30 Minuten, Ober- und Unterhitze ca. 35 Minuten, da machen wir doch einfach Umluft. Circa 30 Minuten, das klingt gut. Und zuvor sollen wir den auch rautenförmig einritzen. Brötchen habe ich mir auch besorgt, die seht ihr später. Also während das hier schon mal vorheizt, habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe die Papierverpackung aufgerissen, habe den Aluminiumdeckel abgezogen und habe das Ganze hier rautenförmig eingeritzt. Ich hoffe, man kann das sehen. Man sollte das sehen können. Ich hoffe, dass das hier kein Schimmel ist, sondern Glibber bzw. Pilz. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Das ist der Ofenfleischkäse. Der muss jetzt 30 Minuten bei Umluft in den Backofen und dann machen wir weiter. So, ich glaube, der Fleischkäse ist langsam fertig. Ich hole den auch gleich raus, habe den schon mal runtergeschalten. Das sieht sehr gut aus. Und jetzt belege ich die Brötchen. So, den Fleischkäse habe ich aus dem Ofen geholt. Der sieht jetzt so aus. Geschnitten habe ich den auch schon. Der sieht absolut gut aus. Ich freue mich drauf. Dann habe ich mir hier zwei Brötchen aufgeschnitten, mit Ketchup bestrichen. Auf den Fleischkäse kommt gleich dick Senf oben drauf und dann schaue ich mal, ob das vielleicht besser schmeckt wie vom Bäcker hier aus der Region. Ordentlich Senf noch oben drauf und dann haben wir hier ein stabiles Abendessen ohne Ei, ohne Röstzwiebeln oder ähnliches, aber ich denke, das wird schmecken für den schnellen Appetit zwischendurch. Ich habe gestern eine harte Party gehabt, habe den ganzen Tag gebraucht, mich davon zu erholen und das ist mein erstes Essen heute Abend um 19.40 Uhr. Ich habe bisher nur ein Müsli-Riegel gegessen. Ich hoffe, das reicht, um wieder zu Kräften zu kommen. Ja, und ich frage mich wirklich, warum dieser Fleischkäse zum Aufbacken so viel besser schmeckt als die klassische Fleischkässcheibe, die man sich zum Beispiel an der Theke bestellen kann oder auch abgepackt aus dem Kühlregal sich holen kann. Wahrscheinlich, weil man ihn eben selber aufbackt und die Kruste ganz frisch ist und so weiter. Also er ist unglaublich gut, kann ich nur empfehlen. Wenn man zu Hause sich selber ein Fleischkäsebrötchen machen will, dann nur mit diesem Rehmfleischkäse. Also so ist zumindest meine Meinung. Hier gibt es noch ganz interessante Sorten, die ich persönlich noch gar nicht kenne. Die gibt es nämlich bei uns im Edeka nicht. Zum Beispiel den Rinder-Ofenfleischkäse. Der würde mich auch mal interessieren. Oder der Ofenfleischkäse-Chili. Wie scharf ist der? Ofenfleischkäse-Zwiebel kenne ich glaube ich auch nicht. Ich kenne nur Ofenfleischkäse-Fein, Ofenfleischkäse-Emmentaler. Den gibt es aber leider nicht immer, obwohl der sehr, sehr gut ist. Ofenfleischkäse-Pizza und Ofenfleischkäse grob. Die schenken sich alle nichts. Die kann man alle gut essen. Die schmecken alle super. Ich würde am liebsten den Emmentaler essen wollen. Den gibt es aber nur selten im Edeka. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Glocke drücken nicht vergessen und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder auf diesem Kanal. Bis dahin macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das ist das LKW-Brötchen à la Zündhux. Ah, das ist quasi doppelt gemoppelt. Das ist das
Leberkäsebecken Rezept von mir. Auf die Schnelle. Davon abgesehen mag ich gar keinen Fleischkäse.